Das letzte Video hat in Stage 4 begonnen. Dieses beginnt auch in 4. Wir wollen ja keine Veränderungen herbeiführen. Wo sich dann jeder fragt, was ist denn passiert? Wieso ist das nicht mehr Stage 4? Das war doch die schönste Stage. Wir lieben sie alle. Die ist so einfach. Überall nur Fratzengesichter, die nicht mal einen Körper haben. Die können rumfliegen und dann gibt es da noch ein paar komische türkise, pinke Ritter. Ist das türkis? Das ist nicht grün. Und somit auch nicht türkis, denn grün, türkis ist grün. Hat was vom Grün, sagen wir so. Aber ich bin auch kein Farbenlehre-Spezialist. Haha, einfach unten da. Und dann, ich könnte mich ja mal ducken, ne? Aber daran denke ich nie. So, Moment, wir haben gelernt im letzten Video, das war die Quintessenz des letzten Videos. Wir können Feuer abschlagen, abschießen. Oh, schnell, schnell, schnell. Habe ich jetzt einen Morgenstern? Ich liebe den Morgenstern. Der ist zwar ein bisschen, der ist nicht unbedingt kürzer, der kann auch länger sein. Es gibt so viele Waffen, die ich noch gar nicht analysiert habe. Komm schon, jetzt. Jetzt, danke. Das ist eine Steinschleuder oder irgendwas anderes. Moment, wo bin ich eigentlich? Ach so, ich erinnere mich. Geld, Geld ist immer gut. Ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwas in dem Shop später kaufen kann. Ich glaube, Shop... Boah, ist die stark, dieser Morgenstern. Ah, ist der geil. Das geht mir alles auf hier. So. Herzchen noch. 12 Herzchen. Ich habe immer noch nicht begriffen, was diese Herzchen für einen Sinn haben. Moment, hier muss ich springen. Da ist es auch weit genug weg, die Plattform, dass ich drauf komme. Und hier muss ich laufen. So war das. Und hier bin ich dann gestorben. Nein, 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 diesmal nicht. Diesmal auch nicht. Moment, hier war ich. Doch, hier bin ich durchgekommen beim letzten Mal. Aber hier irgendwo. Genau bei diesen bösen, fiesen Fallen, die man gesehen hat, aber die man einfach nicht umgehen konnte. Da sind sie auch schon. Aber hier kann man sich wenigstens ein bisschen aufputschen. So, mit dem Herzchen. Wie komme ich da durch? Soll ich mich ducken? Dann habe ich eine größere Tragfläche und kann es nach oben drücken. Okay, das erste war kein Problem. Ich wollte auch nur die Kerze treffen. Ja gut, ich darf hier anfangen, solange ich nicht Game Over bin. Nur der Checkpoint, wenn man Game Over geht, der ist bei Stage 4 dann wieder. Aber es gibt schlimmere NES-Spiele, muss man ja ganz klar sagen. Es gibt NES-Spiele, da muss man dann das ganze Spiel neu anfangen. Ich erinnere nur an Mario Bros. 1. So, gibt es irgendein Muster? Ich glaube, ich kann einfach durch. Okay, hier hatte ich das Problem, oder? Nee. Was ist das da oben? Was ist das? Igitt. Da komme ich doch bestimmt auch noch hin. Geht's hier überhaupt weiter? Wehe, es geht ja nicht weiter. Okay, es sah aus wie eine Wand, aber ich kann durchlaufen. Was ist, was? Gut, gut. Okay, dieses Spiel ist sehr furchteinflößend. Ich glaube, viele Spieler, die das gespielt haben, haben danach gesagt, ja, ich bin ein bisschen älter und reifer geworden. Also, nö, Spiele sind nicht mehr für mich. Ihr könnt ruhig spielen, aber ihr seid kleine Kinder. Ich bin erwachsen geworden. Das haben die dann nur gesagt, weil sie das nicht geschafft haben. Deswegen, ich muss die Ehre der Gamer retten, obwohl ich selber keiner bin. Ich weiß nicht, warum ich dann manchmal bei solchen wichtigen Themen anfange, richtig schön amerikanisch zu raten. Er kann nicht. Er kann es einfach nicht. So, von hier aus, danke. Er hat nur eine Sprungweite. Muss ich mich da ducken? Wäre so meine Frage. Ich möchte nicht direkt sterben. Wehe, er stirbt direkt. Ach, das ist ja wieder eine Treppe. Die Treppen machen mich immer fertig. Nein, ich wollte mich einfach nur ducken. Der untere schießt doch nicht, oder? Ach, ich werde eh nicht getroffen. Ja, warum mache ich mich dann so rum, wenn ich eh nicht getroffen werde? Okay, da oben schießen sie auch. Bam, bam, Moment. Moment, Moment. Unten, bam, bam. Oben, bam, bam. Wieder warten. Warten. Bam, bam. Oben, bam, bam. Hey, wieso schießt der jetzt unten? Das geht nicht. Bam, bam. Jetzt ist das Muster durchbrochen. Bam, bam. Bam, bam. Hat er jetzt geschossen oder kann ich einfach nicht? Ja, ich glaube, ich hätte die einfach mal töten sollen. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich die töten kann. Ich dachte, das wären irgendwie stationäre Gegenstände, die man einfach nicht berühren sollte. Na gut, aber so gut. Meinetwegen, ich bin durchgekommen. Da will ich mich mal nicht beschweren. Stage 6 immer noch.
Ich möchte gerne einen neuen Checkpoint. Ich glaube, dazu muss ich irgendeinen Boss wieder besiegen. Und das könnte ganz übel werden. Der erste hat mich schon geschlaucht. Bis zum geht nicht mehr. Ja, da hatten wir schon. Dich kennen wir schon. Deinen Bruder hatten wir auch schon gesehen. Da kommt noch die Schwester, der Vetter und der Schwippschwager und der Schwippschwippschwager. Hilfe! Zack! Zack! Sieht sehr nach Boss aus. Ich freue mich, denn ich bin voll nicht auf der Höhe mit meiner Lebensenergie. Hallo? Lass mich einfach hier durch, oder? Nein! Was bist du denn? Die Zeit! Die Zeit! 24! Wieso ist denn die Zeit jetzt so wenig? Was ist denn mit der Zeit passiert? Wie soll ich eigentlich da ausweichen? Das wäre auch mal so eine Frage. Ich habe ihn doch fast. Ich bin eigentlich ganz gut gewesen. Moment, wo ist das? Das ist bei den Fallen wieder. Naja, das hätte schlimmer sein können. Immerhin, kleinen Checkpoint weiter vorne ist es. Ich bin nicht mehr bei Stage 4. Ich könnte trotzdem nochmal dahin gelangen. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Das wäre ja auch mal so eine Idee. Hätte ich mal überprüfen können. Aber das macht einen Unterschied, glaube ich. Ja, man braucht das pixelgenaue Auge dafür. Sonst klappt das nicht. Habe ich das Auge der Wahrheit mitgenommen? Habe ich noch nicht gefunden. Gut, dann muss ich das ohne schaffen. Das erste ist noch nicht so schlimm. Näher rangehen. Dann klappt das. Wer mag mich eigentlich so wenig, dass er hier überall Fallen aufstellt, das Schloss austauscht und die Polizei benachrichtigt, dass gerade bei ihm eingebrochen wird? Ich verstehe es nicht. Zack. Das noch mit und das. Ich würde gerne mal mit voller Lebensenergie, oben, genau hier war ich noch sicher, und einfach abballern. Geht das? Das geht ja gar nicht. Da habe ich ja... Doch, ist richtig. Das klang nicht so, aber anscheinend. Soll ich ihn kaputt machen? Reicht die Zeit dafür? Ist die wichtige Frage. Ja, das... Na gut. Da hat er mich genatzt. Was total unfair ist. Er blinkt vorher, das ist ein bisschen nett. Er stirbt. Das ging ja besser als beim letzten Mal. Ich denke, die Lebensenergie spricht für sich. Und mir verfolgen Geist, Hilfe. Von wegen, bei Mario gab es den als erstes. Hier gab es den als erstes. Der Buhu. Zack. Schön alles mitnehmen. Warum gibt es nicht mal etwas, was meine Lebensenergie auffrischt? Nur diese Herzen, die mir gar nichts bringen. Aber Lebensbalken? Was ist das jetzt schon wieder gewesen? Ich verstehe es nicht. Das ist mir alles zu hoch. Okay, jetzt einfach nur auf den Gegner ballern. Der lässt sich ja schön abknallen. Schlagen. Ich bin so an dieses Adjektiv ballern gewohnt, weil es eigentlich immer was zum Schießen gibt, auch bei Zelda. Und dann geht es hier um Schlagen. Na gut, er hat auch ein Schwert, Mr. Link. Aber auch ein Enterhaken. So! Mit B schlägt man. Ja, gut. Wo bist du? Ach, mitten, Joko. Nett. Komm da einfach in der Mitte raus. Na gut, man hat eigentlich gesehen, dass das der Boss war, aber ich habe nicht gecheckt beim ersten Mal. Stirbst du mal? Zum Glück habe ich so eine Distanzwaffe. Ja. Geh höher, du Depp, du. Danke. Was? Voll Energie. Habe ich einen neuen Checkpoint, bitte? Bitte habe ich einen neuen Checkpoint. 18 Stages gab's, ne? Das schaffe ich ja nie. Oh, fuck. Okay, da ist irgendein Flattermann. Ich verstehe nicht ganz, wo ich bin. Ich glaube, ich kann einfach weitermachen. Hier dürfte ein Checkpoint sein. Ich will nie wieder Stage 4 sehen. Wir können jetzt einfach weitermachen. Und gehen mal davon aus, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt mal ein bisschen abnimmt. Ah! Denn so hoch, wie er gestartet ist... Hä? Ich bin nicht ein Neandertaler plötzlich? Nee, bin ich nicht. Ich bin die ganze Zeit schon einer. Vielleicht so rum. Ich mag keine Affen im Spielen. Und... Nein. Der trickst mich aus. Gut. Der Vorläufer von Donkey Kong kann... Was? Was war das jetzt? Ich habe irgendwas geworfen. Moment, ich halte mal... Wenn ich kurz darf. B gedrückt. Bringt das was? Nö. Mehrmals A. Das habe ich alles schon versucht. Gut. Egal. Kann ich da rein? Nee, ist nur ein Fenster. In Fenstern klettert man nicht.
Okay, ich gehe mal weiter. Lass mich doch in Ruhe. Ausgetrickst. Was ist das denn? Okay, du bist aber kein ernstzunehmender Feind. Moment, ich will alles mitnehmen. Muss man sich merken, wenn ihr irgendwo eine Kerze brennen seht, dann schlag drauf, da ist irgendwas drin, definitiv. Und ich bin gleich tot. Vielleicht komme ich noch zur nächsten Stage, vielleicht den nächsten Checkpoint. Man kriegt da irgendwie nicht gesagt. Gehe ich jetzt kaputt, wenn ich da runtergehe? Ja, ich glaube, ich habe keinen Fallschaden genommen. Ey, er hat mich erwischt, ich konnte ihn nicht erwischen. Das ist fies wie Sau. Jetzt habe ich aber so saustarkes Grad, habe ich den Eindruck. Ducken. Nein, ich habe mich extra geduckt, weil ich dachte, er macht sie beim letzten Mal. Gut, aber gerade richtig. Ja, ich habe einen Checkpoint. Schön. Das wird ein Langzeitprojekt, Leute. Das wird noch sehr lange dauern. Ich wollte es eigentlich mal zwischendurch kurz machen, denn ich habe ja eigentlich schon zwei lange Projekte. Destiny 2 und Zelda Skyward Sword. Und was noch so nebenbei wartet. Tomb Raider wollte ich nochmal anfangen und... Und. Das hatte ich ja schon mal angefangen, aber ich wollte es nochmal neu machen. Und... Come on, Conquer Renegade. Muss auch beendet werden, was aber nicht so lange dauern sollte. Immer diese Alltags, also diese... Diese Projekte, die dann ewig noch im Hintergepäck warten, auf die man schon Bock hat, aber die eigentlich nur nerven. Hilfe! Zack, und jetzt kommt das hier noch dazu. Zack, stirb. Bin schon wieder gleich tot, weil diese Knochen anscheinend etliche viele Energiepunkte abziehen. So. Treppen, ich liebe Treppen. Hier gab es doch noch keine Fahrstühle 86. In Japan schon gar nicht. Okay, da komme ich gar nicht drauf. Hier war Ducken, oder? Nein, hier war einfach nur Schlagen! Draufschlagen! Nein! Okay, das ist zu schwer. Wir sind wieder an einer Stage angekommen, wo ich mir sagen muss, das ist nicht sehr... Wie heißt das? Casual Game-artig. Also da muss ich echt sagen, kein Wunder, dass der NES so unerfolgreich war. Ich meine, man kann das sogar sagen, weil... Das würde heute sogar geglaubt werden. Die sagen, ja, bei so einer Grafik, ganz klar. Wir kauften sowas, ne? Zack. Weiß gar nicht, wie erfolgreich Castlevania war. Ich glaube aber, davon gibt es etliche Ableger. Fast wie Final Fantasy. Von dem her kann es nicht so unerfolgreich gewesen sein, ne? Das finde ich schon immer seltsam. Zack. Und hier rüber? Genau. Hier unbedingt nach oben drücken, sonst stürze ich wieder runter. Ich weiß es genau. Mann! Was? Habt ihr gesehen, was für ein Bitch-Move der war? Der ist eigentlich noch schon links vorbei und dann ist er nochmal nach rechts im Schrägflug runtergekommen. Das gab's gar nicht eigentlich beim NES. So eine Schräge. Das geht eigentlich nur nach rechts oder links oder nach oben unten. Wieso geht das plötzlich schräg? Das kann gar nicht sein, so eine schräge Linie. Die gibt's gar nicht. Da hat irgendjemand gecheatet. Und diese Affen, die machen mich fertig. Was habe ich jetzt schon wieder geworfen? Immer an dieser Stelle. Irgendwas ist da, was ich werfen kann. Stirbst du mal jetzt, danke. Es bringt ja nichts, ich sterb schon wieder. Ich brauche eine bessere Strategie. Wieso hat er nicht... Ich frage einfach nicht. Ich spiele. Es macht Spaß. Das ist toll. Wenn ich tot bin, dann mache ich auch sowas. Und ärgere die Leute, warum auch nicht. Wenn ich sonst nichts zu tun habe. Ich meine, es ist doch nur ein Beweis dafür, dass er keine Freizeitbeschäftigung hat. Der langweilt sich nur und muss dann andere Leute ärgern. Dann müssen andere dafür leiden, dass er halt nie was gerissen hat. Einfach nur... Naja, immer so. Die Masse muss immer leiden unter der Dummheit Einzelner. Zack. Tadam. Aber die Masse muss sowieso immer leiden. Das heißt aber, die Masse ist so doof. Ich bin unsichtbar. Das muss ich mir... Nein, ich bin ganz unsichtbar. Die greifen mich immer noch an. Er macht's wieder. Ich gehe einfach weg. Hier oben? Von beiden Seiten. Ja, super nett. Aber hier bin ich etwa sicher. Hier kann ich nicht runterfliegen. Da kann ich den erwarten. Ich muss halt mal springen, schätze ich mal. Jetzt ist er weg. Nicht so weit springen, Junge. Nicht so. Nein! Dumme Treppe! Er kann nicht auf der Treppe landen. Er muss... Und dann starte ich wieder hier. Ich habe einen Fortschritt erzielt. Ich bin beim nächsten Checkpoint. Stage 7. Das halten wir so fest. Und mit diesem erfolgreichen Gedanken beenden wir das Video.
Oh, das wird eine lange Nacht.